Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei 7 Days. Wir sind hier noch im Westland. Wir sind zum Glück leer. Ich glaube, Motorrad ist voll. Hey, don't come in here, unzip. Ja, halt den Sabbel. Wir machen jetzt noch ein schönes Quizchen. Googeln wir mal, bevor wir nach Hause fahren. Das ist alles am Arsch der Welt, Mann. Hast du nichts Anständiges? Das ist doch nur abholen hier. Naja. Job for you. The Kostdecky Residence. Okay, kommen wir da mal rein. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Gammelfleisch. Schön wär's. Der hat nur Mist, der Gute. Verkauft nur Mist, hat nur Mist Quest. Ja, egal. So, gleich da vorne. Fahren wir da mal hin. Kalt ist dem Guten auch wieder. Und hoffen wir mal, dass wir unterwegs auch ein bisschen Gammelfleisch finden. So schwer kann das ja noch nicht sein. Hoffe ich. Denke ich. Weiß ich aber nicht. Also beim letzten Mal hatten wir gut Glück, ne? Ich glaube, 3 Bären waren das. 2 Hundis. Wenn wir das ja wohl diesmal hinkriegen. Ich guck mich ja schon um. Naja, gut. Jetzt habe ich so langsam meine Zweifel. Oh ja, die Tankstelle des Todes. Die kennen ihn aus der 21. Da hatten wir Dauerhorden. Okay. Nee, wir müssen ihn hier lang. Hundi! Warte. Ah, dich habe ich gesucht, mein Freund. So. Tut mir leid, Hundi muss mit. Wir brauchen das Fleisch. Wir sind arm. Das sind wir wirklich. Was Gammelfleisch betrifft. So, die Quizzi ist dort. Sehr schön, sehr schön. Den. Danke. Vielleicht haben wir ja Glück, es kommt noch ein Bär vorbei oder so. Ich glaube, die verkriechen sich immer so ein bisschen an Silvester. Das haben wir schon. Den nehmen wir an. Hallo? Kannst du sagen? Ah, Robotics. Sehr schön. Sehr kleine Bude hier, ne? Brechen wir hier weg oder so? Kann das sein? Yep. Das ist klar. Feier zu sehen, weil hier die Tür zu ist. Denn ist die Bude nämlich doch nicht so klein. Okay, machen wir so. Mach zu die Tür. Wir nehmen Wurf in die Hand. Mach auf die Tür. Moment. Fällt uns sonst in den Rücken? Ja, ja. Stell dich nicht so an, Junge. Mach der Häuser Gedanken. Die klappt halt schon. Okay. Ich dachte, hier läuft hier draußen vielleicht was rum. So, hier unten. Da. Das ist die gute Mutti, die wach ist. So wollen wir es doch nicht, ne? Komm, Mutti, schlaf ein. Genau. Oh, guck mal, sie betet vor der Treppe. Ja, betende Muttis müssen wir leider auch ausschalten. Die wollen uns sonst ans Lena. So, aber Mutti war hier bestimmt nicht die Einzige. Die Frage ist nur, warum ist Mutti überhaupt wach geworden? La 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 la. Da hockt die gute Mutti. Ja, oh yeah. Da ist die nächste Mutti. Das ist Muttis Waschküche hier unten. Da ist Mutti-Treff. So, den haben wir hier. Können wir verkaufen? Das ist eine Stahlschaufel. Haben wir auch Stahl? Wir haben Eisen? Wir haben Eisen. Au! Sag mal, Halbi, du altes Kritönkviech. Warte mal. Wieso haben wir Eisen? Das geht nicht. Wie schlecht sind wir denn ausgerüstet? Mal kurz gucken. Noch so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir nehmen die Stahlschaufel. Bitte. Verkaufen wir ihm die Eisenschaufel. Oh. Warte. Den habe ich nicht gesehen. Der kommt natürlich noch mit auf die Stahlschaufel rauf. Für innen. Bitte. So, jetzt geht's hier aber weiter. Wir wollen hier jetzt nicht rumspielen. Hier, das konntest du schreddern, mein Freund. Stoff kann man immer gebrauchen. Das nehmen wir auch mal mit. Einmal kurz was schnabulieren, mein Freund. Genau, den nehmen wir nochmal einen zweiten. Wir schnappen uns noch einmal den da. Wegen ein bisschen Electrical und Mechanical Parts. Den nehmen wir auch nochmal auseinander. Wir brauchen sie immer noch. Ich glaube, da kommt...
nur Mist raus, ja. Bisschen blei und mäßig, aber gut. Röhrchen können weg. Weiter geht hier die Luzi. Ah, waren wirklich nur die zwei Muschis hier unten? Nein, ich meine keine Katzen. Ich meine die zwei Muttis. Alles gut, passt schon. Ja, sowas passiert, was passiert? Komm vor. Oh, nee, du. Es ist noch früh am Morgen. Was ist jetzt sowas? Gut, Klebeband, Orlis Klärchen. Oblöcke gehen immer. Jo. Ja, Rüstungen. Dreibeinmod. Und hier. Auch nochmal Rüstungen. Brauchen wir zwar eigentlich alles nicht. Je nachdem, wie viel Platz wir haben, dann schmeißen wir es wieder raus. Erstmal hier hin, auf dieser Etage muss auch unser Tischchen liegen. Okay, Kartoffelsitz können raus, Plastik nehmen wir mit, den Stuhl kannst du auch zerschreddern. So, irgendjemand anwesend? Bestimmt, ne? My senses have picked up something. Jojojo, erschreck mich nicht so, ja? Du kannst ja gerne rauskommen, aber gemütlich, mein Freund, wir haben frühen Morgen. Alles klar hier. So, sammel die mal auf. Ach, guck mal, ein Kochbuch. Die ganz glücklich essen. Der bist glücklich, mein Freund. Gibt doch nichts Schöneres als eine abgelaufene Konservendose, ne? Oh, die kannst du auch gleich zerschreddern. Haben wir noch? Jo. Naja. Naja. Okay. War schon besser, der Loot in den Schränken. Na gut, Gammelfleisch nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Dich looten wir noch einmal. Kaffee ist gut. Den nehmen wir dich auseinander. Dich ebenfalls. So, den nochmal. Und hier natürlich auch. Und den Herd einmal. Das Ding da auch. So, das gibt zumindest nochmal ein paar gute, schöne Parts, die wir auch wirklich brauchen. Blümchen sind immer gut. Nimm mit, Mensch. Oh, hoher Besuch. Komm her, Jungs. So, Captain Idul fehlt noch. Dankeschön. Bitte. Da noch was dahinter? Jo. Geh fertig, Spitzhogge. Da gucken wir doch jetzt schön, ordentlich, gemütlich einmal nach Muni. Naja, aber immerhin Gewehrebuch, ne? Okay. So, der hat auch nochmal ein bisschen Bläu. Hier haben wir noch schönes Müllchen. Danke, ich weiß, den können wir auch auseinandernehmen. Lohnt sich aber nicht wirklich. Da kommen hier keine Partys raus. So, Quest hätten wir auf jeden Fall fertig. Aber wir wollen ja natürlich trotzdem Richtung Hauptloot und vor allen Dingen Messing mit. Ich glaube, ich habe die anderen Türen auch schon vergessen. So, die kannst du aber gleich zerlegen, mein Freund. Oh, was für ein schöner Schrank. Den habe ich so noch nicht gesehen als Deko. Danke. Fände ich oben noch ein paar. Das war unser Täschchen, okay. Gut, immerhin noch ein paar Schnodderstiefel. Guck mal, die Nachbarn kloppen sich durch die Wand. Hallo, Manni. So, wir gehen hoch. Hallo. Komm her. Jo. Ach, schon wieder der lange Arm des Gesetzes. Euch Kotztüten habe ich die Schnauze voll hier. Haben mir meine Klingfaule gesprengt. Die war mit Liebe platziert. Hier, das haben wir auch schon. Den haben wir hier. Nee. Da nochmal. Donkey. Immerhin Eisen. Hat hier gerade eine Glocke? Klingt fast so, ne?
Okay. Kleiner geheimer Raum. Stein kommt raus. Euse nehmen wir mit. Ansonsten haben wir hier aber auch nichts wohl, ja? Nö. Klöchen natürlich Rinko gehen. Danke. Ist da noch? Yep. Sehr schön. Die Blume kommt natürlich auch mit. Und da gucken wir auch rein. Master, we are not alone. Immer diese stirnen Nachbarn. Da, geh auf den. Ja, okay, gut. Den sollen sie da draußen rumlungern. Wir gehen hier rein. Dankeschön. Wir gehen wieder raus. Das wäre deutlich gesünder. Auch schon wieder so eine Kurztüte. Hier, es ist auf jeden Fall eine Dolly hier in der Hütte. Na gut, das ist eine Zweierquest. Was erwartet man? Okay, hier haben wir auf jeden Fall nochmal ein Sprengstoffbuch. Das kann raus, das kommt mit. Hier gucken wir natürlich auch rein. Jo, jetzt haben wir den Nachbarn sowieso alle aufgeweckt. So. Nimm mit, mein Freund, nimm mit. Dankeschön. Hier geht's noch einmal hoch. Oh, alles klick. Halt. Hier. Electrical Parts und so. Muss sein. Ein bisschen Gammelfleisch. Hier ist nix. Hier schon. Eine Mochi-Hose. Okay. Dann können wir auch zerlegen, dass alles nichts wert. Hey, Shorty! Na komm her. Nicht kriechen, herkommen. Bitte. Ja, sowas kann man mitnehmen. Das schadet nicht. Da ist Hauptblut. Sind hier noch Zombies oder haben wir alle? War eigentlich nicht toll, die Bude, ne? Dafür, dass wir im Westland sind. Aber egal. Loot. Ist leider kein Gammelfleisch. Vorschlaghämmer. Electrical Ports nennt man auch mal gerne. Die lohnt sich nicht mehr. Da kommt nur noch Eisen raus. Die haben sie leider unbrauchbar gemacht. Also die zu zerlegen. Dich können wir auch zerschreddern. Du kommst mit. Und Ödlerchenzemann 3. Säure ist ein seltener, vielseitiger Rohstoff. Ich habe herausgefunden, dass man manchmal ein bisschen aus Autos und medizinischen Geräten gewinnen kann. Bietet die Möglichkeit, Säure aus Autos, medizinischen Geräten und Säurefässern zu gewinnen. Das ist doch schön. Das ist doch sehr schön. So, Dose, Essen. Essen ist gut. Und das haben wir eh schon. Den nehmen wir natürlich noch mit. Danke. So, warte mal, kommen die hier hoch oder was? Mach mal die Klappe zu hier. Sicher. Und Roni, wo bist du? Droni, mein Jung. Droni, ja, das ist wieder typisch. Droni hängt schon wieder draußen fest. Oh, Mann. Okay, hier haben wir auf jeden Fall nochmal Rüstung. Militär hat einen Stall Quali 3 freigeschaltet. Hier noch nochmal klingen. Ach, Droni, du bist so ein undankbares Ding. Du bist so ein undankbares Ding, weißt du das? Okay, warte mal, kriegen wir hin hier. Wir haben ja noch Sachen einstecken, die wir jetzt nicht zwangsläufig brauchen, wie Schockstabteile, so. Den haben wir hier, die können auch gleich raus, das können wir lernen. Die würde ich gerne mitnehmen, die würde ich gerne in der Schrotze haben. Hier, scheiß auf den einen Kaffee. Danke. So, hier haben wir auf jeden Fall nochmal Klingen und den brauchen wir jetzt auch nicht zwangsläufig. Dann haben wir ja alles durchgelootet. Aber ich möchte gerne noch einmal. Wegen Parts und so. Danke. Wie gesagt, das Ding lohnt sich nicht. Dich können wir vielleicht noch einmal. Richtig Hölle los da unten, wa? Warte mal. Da kommen sie doch schon. Sie haben es geschafft. Oha. Großes Nachbarschaftstreffen hier. Vor allem nehmt mal eure Arme mit, Mann. Was ist denn das für ein Benehmen? Ah, guck mal. Hier kann er raus, aber das nehmen wir mit.
Die Akku gemacht. Die haben einen Ausgang gemacht. Das ist doch nett. So nett sind die Zombies zu uns. So, wo denn mein Haus mal ohne so rein, was geht? Donkey? Das kann noch mit drin. Die schmeißen wir mal raus. So. Den. Ach, guck mal. Warte mal. Warte mal. Den müssen wir aber mitnehmen. Moment. Da führt kein Weg dran vorbei. Du wartest jetzt. Ich bin am Fleischschlachten hier, ne? Aue, ich hab gesagt Worten. Nee. So, immerhin noch mal ein bisschen, ne? Gab immerhin noch mal 50 Fleisch. Ah, viel Gammelfleisch haben wir diesmal nicht zusammengekriegt. Aber die Zeit ist halt immer so kurz, ne? Dann ist es gleich schon wieder dunkel. Boah, wir haben hier... Ja gut, wir haben schon wieder fast 2 Stacks, so ist es nicht, aber trotzdem. Wir haben sogar über 2 Stacks. Aber es ist halt nicht viel, ne? Wir fahren erstmal zum Händler. Vielleicht sind wir auf dem Weg dahin noch irgendein Bärchen oder so. Schön wär's. Aber es wird auf jeden Fall gleich dunkel. Und im Dunkeln weigere ich mich hier auch noch ansatzweise rumzukriegen. Master, we are not alone. Absolut nicht gut. Ich kann zwar sein, dass es damals ein Bug war, aber... Warte mal. Aber schlechte Erfahrung vergisst man eben nicht. Na, Halbies? Tut mir leid, Jungs. Aber ihr blockiert mein Fleisch. Auch wenn hier nur nicht viel drin ist. Aber es ist was. So, und die das nehmen wir natürlich auch mit. Jo, guck mal, auch nochmal ein Fleisch. Danke, Halbies. Wir fahren weiter. Ah, diese Flecken, die hier auf der Straße liegen, die lohnen sich nicht. Kein Stück, um genau zu sein. Warte mal. Bin ich überhaupt diese Straße lang? Ich meine, ja. Halt. Moment. Alter, wenn es so weitergeht, sind wir gleich in der Nacht. Komm mir doch nicht zu nah, du Stinksmensch. Spinny, du wartest jetzt. Das ist das gleiche wie vorhin. Wir sind am Fleischschlachten. Ja, auch noch. Spinny, kein Benehmen, ne? Okay, ein Bichon haben wir jetzt wieder. Das ist schön, das ist schön. Ist das auch noch ein Bär? Ne, Auto. Okay. Kommen wir weiter. Ja, ich will hier ungern durch die Pampa, aber ich glaube, das werden wir gleich müssen. Sieht mir nicht so aus, dass die Straße hier... Ne. Bin woanders gefahren vorhin. Keine Ahnung. Ist ja schlimm hier. Abflug. Du genauso. Komm her. Geht doch. Auch wenn da jetzt nicht viel Fleisch rauskommt, es kommt ein bisschen Fleisch raus, ne? Wo ist er gelandet? Da. So, jetzt aber wir müssen zur Quest. Gut, dann gab es dann auch noch mal ein bisschen. Das schadet eigentlich nicht. Das ist schön. Vielleicht auch noch irgendwo ein Bär unterwegs. Sag mal, ist hier Spinnparade heute? Du kannst mitkommen, lieber Geier. Wir schlachten dich gleich vor der Tür. Oh, ich glaube, der hat schon wieder abgelassen. Aue. Alter, wenn man auch einmal aus dem Fugen gerät, ne, der schleudert das Motorrad gleich sonst wohin. So, die Straße habe ich gesucht hier. Okay. Auf jeden Fall sind wir da. Ja, jetzt reucht es.
Komm mit hier. Jo, dann haben wir sogar fast 3 Stacks. Das ist schön. Das ist schön, das ist schön. So, dann holt ihr einmal an. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas drin? Nee, ne? Nein, ist leer. Okay. Den wählen wir jetzt auch einmal kurz. Das nehmen wir mal mit nach Hause, den Kram. Hier, den können wir verkaufen. Dafür können wir das noch mit reinschaufeln. Einmal zack. Wir haben keine Helme, die wir verkaufen können oder so. Dann nehmen wir die erstmal mit. Na, ansonsten ist ja nichts zum Verkaufen. So, das hier. Gut, das Geld geht noch im Verkauf. Das ist klar. Die Federn können wir auch mitverkaufen. Wie die sehe. Hier, das sind auch noch welche. Dunkel, Nitrat brauchen wir auch. Was soll's. Wir fahren jetzt eh nach Hause. Die, komm, die verkaufen wir mit. Dann passt das schon. Naja, immerhin. Immerhin 3 Sticks Kabelfleisch. Immerhin. Nope. So, mein Freund, was hast du hier noch so Schönes? Eisenspitzhacke, Schmelzmittel, Eisenverschlamm brauchen wir alles nicht. Wir nehmen die Fertigungszeitschriften. Und den einmal. Nimm das Geld, nimm die, nimm das, nimm das, nimm das. Ein bisschen Kleingeld kann man immer gebrauchen. Dann lass uns mal reingucken. Fahrzeuge 2-mal. Wunderbar. Handfeuerwaffen 2-mal. Jo, leider nichts Neues. Und Rüstung noch 2-mal. Danke, mein Freund. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Aber jetzt geht's erstmal nach Hause. Und zu Hause ist, das müsste hier unten eigentlich sein. Nicht Borgin, sondern in der Nähe des guten Rectis. Hier. Gut, dann machen wir uns auf den Weg dahin. Komm, nimm mal einen Verband, mein Freund. Schiffhündchen auch so gut wie los. Genau. Hier, pack das wieder rauf. Passt das alles? So, bis wir zu Hause ankommen, ist es denn auch abgelaufen, die 5 Minuten. Wir machen uns auf den Weg. Vielleicht finden wir ja noch ein Bärchen oder so. Schön wär's. Muss hier eh langsam durchfahren. Und sobald wir in der Wüste sind, geben wir Vollgas. Und den, wir haben zu Hause noch einiges zu tun. Wie gesagt, wir müssen das Loch bei der Hordenbase stopfen. Die Base zum Glück selber ist in Ordnung. Aber das Loch müssen wir stopfen und ich werde, denke ich mal, außenrum so 4-5 Blöcke, vielleicht auch 6, breit Betonwand bauen, dass sie sich da nicht so schnell durchknibbeln. Ich glaube, das ist mal wieder ein paar fehlgeleitete KI. Naja, seit der A21 gibt es das Problem, dass die KI manchmal den Weg nicht findet und sinnlos rumbuddelt. Ich denke mal, genau das ist passiert bei uns. Okay, wo gehen wir mehr? Dann haben wir hier eine schöne Wüste. Wir geben Vollstoff. Sind wir da wieder zu Hause? Schön, ein Stündchen ist auch schon wieder Nacht. Wir fahren hier erstmal rum. So, haben die Uschis sich irgendwo durchgeprügelt? Sieht nicht so aus. Ja, gewundert hätte es mich nicht. Wenn die guten Damen hier irgendwo Randale geschoben hätten. So, warte mal, bevor ich jetzt hier. Wir können auch gleich eine Ladung mitnehmen. Dankeschön. Weggeräumt haben wir das ja relativ schnell, denke ich. Auf jeden Fall. Einmal kurz hier vorne die Tür überprüfen. Ich traue den guten Uschis nicht. Nein, sieht nicht so aus. Sehr schön. Hier lüftet ja auch noch alles. So, erstmal Handwerksgedöns weg. Jo. Und jetzt haben wir auch wieder ein bisschen. Zumindest Elektrik haben wir 106. Davon haben wir auch 50. Ich glaube, ein paar haben wir auch noch ein Motorrad. Kochzutaten. Hau rein. Hier auch das gute Gammelfleisch. Naja, fast 3 Steaks, ne? 24 fehlen. Das ist auch schon mal gut. Mods. Hier, den kannst du auch mal reinschmeißen. Die genauso. Medizin ist nur der eine hier.
Bergmaterialien, ein Wiesli. Gut, gut. Sommen. Die Haurerin. So, Getränke, Kaffee geht drin. Das geht drin. Die Dose kommt natürlich bei Dosen mit rein. Das ist klar. Und ein bisschen Money. Haurerin. Hier müssen wir mal wieder ein bisschen nachfüllen. Sehr schön. So, Baumaterialien. Haben wir nichts vorher. Nee, nee, nee. Aber so hat er das nicht mit reingeschmissen. Eisen müssen wir dringend wiederholen. Wir haben kein Eisen mehr. So, die Fäule haben wir hier mit drin. Obwohl, so langsam sind wir auch schon an dem Punkt, dass wir den Bogen eigentlich gar nicht mehr brauchen, ne? Na, mal gucken. Auf jeden Fall haben wir noch hier Muni. Das ist noch Muni, Dingse, Bumse. Ne, da ist das. Sehr schön. Das ist noch Medizin. So, Pflanzen und Stühle, die knallen wir erstmal hier mit rein. Wunderbar. Einmal kurz den Rest aus dem Moped holen. Was sein muss, muss sein. Ah, kommt auch gleich die herrliche Nacht. Sehr schön. Nimm mit. Und wir werden definitiv. Ich will überlegen, ob ich erst die Hornbase oder hier mache, aber wir werden auf jeden Fall weitermachen. Hornbase könnte ein bisschen dunkler werden in der Nacht. Wir haben hier mehr Licht bei uns. Ich glaube, wir machen erst bei uns weiter. So, Papier ist Hornweg, das ist Hornweg. Stoff ist eigentlich kein Handwerk, aber gut. Lassen wir erstmal so sehen. Ja, guck mal hier, da haben wir jetzt auch gut Parts von. Das ist extra. Halt, Öl ist noch Handwerk. Ja, 91 haben wir auch wieder. Das ist schön. Den geh einmal hier hin, mein Freund. Pock die 32 Kohle drin. Dann einmal hier. Doch, deren, deren. Zement ist Baumaterialien, genau wie Dosta. Wunderbar. Man muss ja mal kurz überprüfen hier jetzt. Der ist fertig, das ist gut. Der arbeitet noch. Der ebenfalls. Der hat alles weggekokelt, aber Essen ist auch fertig. Der ist fertig. Dann werde ich aber unten die Schmieden überprüfen. Die müssen ja auch weiterlaufen. Gut, der ist auch voll, hat aber noch Stein drin, dann ist gut, dann lass rauslaufen. Hier ebenfalls. Ah, Kohle haben die auch noch genug. Und Stein haben die auch alle noch. Wunderbar. Da kann hier nämlich schön fein säuberlich. Hast du eigentlich irgendwas drin, Toni? Warte mal, das ist zu viel, das ist zu viel. Der Rest ist ja okay. Ist halt Standard. Aber die zwei sind zu viel. Alles klärchen. Denn wenn wir, denke ich mal, so werde ich es machen. Hier bei uns erstmal weitermachen und am Tag dann an der Hortenbase. Da sehen wir mehr. Aber wir müssen an die Höhle, da dürfte es ziemlich dunkel werden. Da ist keine Beleuchtung. Ey, das, wir haben zu viel Medizin. Wir kriegen zu wenig Schaden. Ja, erstens, das ist ein Samen. Der muss hier schon mal gar nicht rein. Dafür kommt deren. Machen wir ordentlich hier. Und die, die nutzen wir eh nie. Dafür packen wir den drin. Und trotzdem, wir müssen hier wohl mal aufräumen, den nix. Würde ich fast sorgen. So, Horren. Ja, denn machen wir das mal hier drin, ist Verkaufsgedöns. Denn passt das schon. Gut, wir sind vorher aber auch am Ende. Wie gesagt, dann machen wir erstmal hier bei uns weiter. Haben wir auch noch einiges zu tun. Wir werden erstmal die Felder ansetzen, damit sie in Ruhe herstellen können, während wir bauen. Und am Tag machen wir dann die Base weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.